musst einfach wach sein. Und das waren sie halt leider Gottes mal wieder nicht. Warum sollst du das wegen so einer Scheiße einknicken oder anders Fußball spielen? Das macht für mich keinen Sinn. Es hat nicht sein sollen gestern, aber man kann mehr als zufrieden sein mit der Leistung. Der helle Wahnsinn. Wie du solche Elfmeter pfeifst. Es gab keine klare Einstellung, wo du sagen kannst, yo, der ist auf jeden Fall an der Hand. Also schon allein, dass man da überhaupt drüber diskutiert, dass der an der Hand war oder nicht. Junger Vater. Also was war das für ein Spiel? Und vor allem dieser Lucky Punch am Ende. Gonzalo Castro. 3:2. 92. Minute. Gonzalez bricht da unten durch, setzt sich durch. Habe ich es nicht im Podcast schon angekündigt, dass wir das Spiel verlieren werden? Es hat einfach zu perfekt ins Schema reingepasst, dass wir dieses Spiel verlieren werden. Und es bleibt einfach dabei. Seit dem Wiederbeginn von Corona haben wir kein einziges gutes Spiel gemacht. Ich bleib dabei. Diesmal im positiven Sinne. Was zur Hölle war das? Das hätte, glaube ich, keine Sau erwartet. Ich glaube, hätte mir irgendwer nach dem KSC-Spiel gesagt, du bist komfortabel am letzten Spieltag auf dem zweiten Platz aufgestiegen. Ich hätte den so hardcore ausgelacht. Das muss mir einer erzählen, wie sowas passiert. Und dann Moinsen zum Podcast, Review-Podcast zum Spiel in Mainz, zum Auswärtssieg. Und natürlich auch die Preview zum Spiel gegen Leverkusen. Und natürlich auch, wie immer, noch so ein paar andere Infos rund um den VfB. Wir fangen an mit Mainz. Und was zur Hölle? Seit wann gewinnen wir solche Spiele, die man gewinnen muss? Gegen einen gerade ein bisschen Krisenverein wie Mainz haben sie ihren Trainer auch rausgeschmissen nach dem Spiel. Generell wieder krank, was da alles rausgeschmissen wird nach 2 Spieltagen. Ne? Wagner weg, Mainzer Trainer weg, der Würzburger Trainer weg, der Lautern Trainer weg. Wild. Also bei allen 4 muss ich mir wirklich denken, warum schmeißt du die nach dem 2. Spiel raus? Dann schmeißt du doch einfach vor Saisonbeginn raus und gib dem neuen Trainer eine komplette, schöne Vorbereitung. Aber okay, gut. Zumindest ist der VfB nicht unter den ersten 4 oder halt nicht unter den ersten, auch unter den ersten Bundesliga-Entlassungen nicht dabei. Ist auch mal was Neues, so gefühlt. Ja, gehen wir in die Aufstellung. Mainz kann ich, wie gesagt, nicht großartig bewerten. Bei uns war es mehr oder minder ja, fast so zu erwarten, dass man Stenzel reinrückt, war auch zu erwarten. Ein Sosa war vielleicht so ein bisschen überraschend, dass er Dings gezockt hat. Kalajdzic vorne drin war auch in Ordnung, oder was heißt in Ordnung, aber war zu erwarten, dass der reinkommt. Und dann Einwechseln Klimovic, Koulibaly, Massimo, Al-Gadoui und Klement kam rein für Castro, Didavi, Silas, Kalajdzic und Mangala. Ja, und dann kann man das Spiel wieder chronologisch durchgehen. Ich kann schon mal sagen, ich bin überraschend zufrieden. Also ich hätte, ne, man hat sich da vom Spiel eigentlich schon gedacht, das musst du eigentlich gewinnen, auch wenn man sich die Mainz-Situation so anguckt. Ich glaube, die Situation hatte ich so noch gar nicht direkt in einem Preview-Podcast mit drin, ne? Ist immer zeitlich ein bisschen schwierig. Wenn das Ding halt auch nicht einen Tag oder so vor Spielbeginn raus soll, so halt so ein paar Tage eher. Aber ne, da mit der ganzen Schulleu-Geschichte, Trainer ist rausgeschmissen worden. Wir haben die übers komplette Spiel weg, haben wir die dominiert. Auch die Anfangsphase richtig gut, halt nichts 100% Klares, keine 100% klaren Torchancen, aber einfach dominiert. Und dann ne, das alte VfB-Leid, man kennt es hier. Ich gehe nachher wieder auf ein paar so einzelne Twitter-Zitate, zeige ich es mal ein. Fängst du dir mit dem ersten halbwegs ernstzunehmenden Gegenangriff, der wieder absolut schläfrig und nicht gut verteidigt ist. Da ist keine Zuordnung und nichts. Klar, die machen das auch an sich gut. Vor allem Mateta, aber na, irgendwo stimmt halt trotzdem auch die Zuordnung nicht. Ich glaube, es war ein Stenzel, der irgendwie nicht wirklich im Weg, nicht wirklich den Weg mitmacht und so weiter. Und dann steht es 1-0 nach 13 Minuten. Und du weißt gar nicht warum, du hast keine Ahnung warum, du kannst wieder nur so erklären, dass das halt der gute alte VfB ist, der das Spiel komplett dominiert, mit der ersten Gegenaktion sich das Tor fängt. Aber ähnlich wie gegen Freiburg, wir haben einfach weitergemacht. Ne? Spielt so ein bisschen vor sich hin getröppelt. Aber an und für sich, wir haben weitergemacht, haben das Spiel wirklich, wie gesagt, über 90 Minuten dominiert. Mainz hat auch durch das 1-0 kein krasses Selbstbewusstsein oder sowas bekommen. Und dann tatsächlich fällt es noch. Und wie es fällt. Silas, 45. Nachspielzeit, der, ne, wie sagt man so schön, der psychologisch wertvolle Zeitpunkt und so weiter. Aber einfach geil. Auch einfach schön rausgespielt. Und ne, gibt, glaube ich, irgendwo ein Video zu.
das kann ich eigentlich auch gerade mal spontan noch hinzufügen in meine Liste zu den ganzen Links, von der Sportbild oder sowas, von Silas. Genau, hier ist so unwahrscheinlich war das Tor von Silas von Mangituka, weil, ne, was labern die hier? Ich glaube, die labern hier von 11% Wahrscheinlichkeit oder sowas, war das Tor war halt auch einfach technisch anspruchsvoll und richtig schön gemacht, ne? Wenn er den so wollte, beziehungsweise wir gehen aber davon aus, dass er den so machen wollte, dann war das richtig stark. Dann war das richtig stark. Wie er den einfach mit, ne, von da, also Wahnsinn, wie er den von da in die lange Ecke reinschiebt, mit dem rechten Fuß auch noch, überragend, dann gehst du in die Halbzeit rein, schon mal positiv, heißt ein 1-0, auch psychologisch, wie gesagt, wertvoll. Und einfach dieses Gefühl mal, dass sich ein paar Dinge umkehren. Weil ein alter VfB hätte nie im Leben noch in der 45. das 1-1 gemacht. Im Leben nicht. Dieses 1-1 hätte sich durchs komplette Spiel gezogen. Bis du in der letzten Minute dann Vollgas gibst und dann noch durch den Konter 2-0 fängst, aber halt einfach dich nicht belohnst. Aber wir belohnen uns. Und dann nach der Halbzeit, ja. Wie gesagt, wir haben das Spiel nicht komplett dominiert. Kann ich nicht sagen, wo. Weiß ich nicht mehr auswendig, wann die Druckphasen jetzt am krassesten waren. Aber 60. Minute dann die Davi 1-2 nach einem überragenden öffnenden Pass von Endo aus dem Mittelfeld. Schickt Kalajdzic auf die Reise, legt rein auf die Davi 2-1. Ein Traum. Weil irgendwann war klar, dieses Spiel musste gewinnen. Du dominierst die. Die Mainzer haben kein gutes Spiel gemacht, kein Selbstvertrauen. Du musst das Ding gewinnen. Dann kriegt nach 77. der Mainzer die gelb-rote Karte Niakite. Gut, ja, war glaube ich so, um in Ordnung die Karte zu geben. Ein paar Minuten früher kam der Wechsel, Klimovic für Castro rein, der dann auch das 3-1 macht und wie cool er das macht. Auch ein das ist halt das Geile, ne? Auch wieder ein Konter, Fehler von Mainzer und dann kann halt so ein Silas gefühlt den Konter alleine spielen. Mit dem Tempo, mit der Technik, der kann diesen Konter alleine spielen, weil gerade noch so rechtzeitig ab auf Klimovic. Und weißt, wie alt ist der Jung? 20? Ist der 19? Ich glaube, er ist 20. Erstes Bundesligaspiel, nee, zweites Bundesligaspiel, stimmt, aber gegen Freiburg in der Startelf, da war es nicht so krass, aber hier war er besser nach der Einwechslung als gegen Freiburg. Denkst eigentlich, yo, fuck, ich habe eine riesen Chance, Keeper kommt auf mich zu, fuck, ich muss abschließen. Und irgendwie, keine Ahnung, viele hätten wahrscheinlich gechoked oder hätten irgendwie nervös abgeschlossen oder sowas. Nee, der macht den Haken, geht links zum Keeper vorbei und schiebt ein. Eiskalt, als hätte er, keine Ahnung, als hätte er 5 Jahre Bundesliga-Erfahrung so gefühlt. Vielleicht überhype ich das Tor so ein bisschen, aber ich finde das einfach unsagbar cool gemacht. Nimmt den einfach, geht an ihm links vorbei und schiebt eins, als wäre es nichts. Als wäre es nichts. Unfassbar abgekühltes Ding. Und dann noch Kalajdzic mit 4-1. Damit haben Silas und Kalajdzic beide jeweils 2 Tore schon gemacht. Tatsächlich mal 2 Leute in der Torjägerliste aktuell drinstehen. Auch der gefällt mir, macht eine super Entwicklung, der Kalajdzic, auch wenn man sich die Interviews anguckt und so weiter. Auch ein Klimovic später nach dem Spiel das Interview. Es wirkt von außen, oder es wirkt einfach so, lassen wir mal dieses von außen weg, aber es wirkt wie ein unfassbar sympathischer Haufen junger Spieler mit Talent und Bock, einfach zu kicken, Bock, Fußball zu spielen. Und das tun wir auch. Wahrscheinlich so mit der beste Fußball, den wir seit langem spielen. Ne, es sind jetzt erst 2 Saisonspiele drin und jetzt nichts überhypen oder sowas. Aber da reift was zusammen. Da ist ein Zusammenhalt im Team, die spielen immer weiter, die wollen das einfach fußballerisch lösen, ihre Probleme, können sich anpassen an Spiele. Selbst bei Freiburg sind sie noch zurückgekommen, jetzt in Mainz haben sie immer weiter gemacht, aus 4-1 noch gegangen. Ne? Mainz ist kein Maßstab, wahrscheinlich ist Mainz wirklich kein Maßstab mit der Leistung, vor allem nicht, deswegen mal sehr gespannt, wie es dann gegen so Clubs wie Leverkusen jetzt am Wochenende aussieht. Aber da, das gefällt mir schon sehr gut. Das erinnert mich so ein bisschen an diese Zorniger Zeiten, wo wir eigentlich auch offensiv auf jeden Fall einen richtig guten Fußball gespielt haben, uns aber nicht belohnt haben. Hier ist jetzt wieder ähnlich gut, oder was heißt ähnlich guter Fußball, man kann es wahrscheinlich nicht 100% vergleichen, aber offensiv und so mit dem Drang und mit der Lust und mit dem Pressing und so weiter. Guter Fußball und wir belohnen uns auch jetzt schon mehr als in der Zweitligasaison. Also defensiv dieselben Probleme, das gefühlt immer die gleichen Probleme. Nur mit halt defensiv, schönes Wort wie immer, du darfst defensiv halt nicht so naiv sein. Und manchmal einfach nicht so fahrig und träge hinten drin und keine Zuordnung. Defensiv muss es besser werden, aber vorne machen wir irgendwie unsere Tore. Da hatten ja auch viele Angst, scheiße, wer macht denn vorne die Kisten? Aktuell machen wir sie,
Und rein fußballerisch macht das schon echt Spaß. Ne? Ich sage das jetzt ganz vorsichtig immer, jetzt kein Überhypen kommen von wegen, keine Ahnung. Es geht weiterhin, wird trotzdem ein unsagbar harter Kampf um den Nichtabstieg, um den Klassenhalt um Platz 15. Aber das macht schon Spaß zuzugucken allgemein. Aktuell hatte ich schon lange nicht mehr dieses Feeling, dass wir wirklich ein Team haben, das richtig kicken kann. Ne? Das sind ein Riesensprung im Vergleich zur Abstiegssaison beispielsweise mit dem Kader, mit der Zusammenstellung. Ganz viele Junge, denen du auch mal Fehler verzeihst, die weiter reifen können, die sich aufopfern, die Gas geben, die Bock haben zu kicken im Vergleich zu einer, keine Ahnung, relativ alten, was heißt alten, aber relativ erfahrenen Mannschaft, die nicht mehr groß viel Potenzial in sich hat, wo viel falsch läuft, wo eben kein großes Aufopfern da ist und so, wo nicht jeder von den anderen kämpft. Das gefällt mir gerade schon sehr, sehr viel besser. Und scheinbar ist es wirklich so, haben ja oft manche gesagt, vielleicht liegt uns die erste oder vielleicht kommt uns die Erstliga sogar besser als die zweite Liga. Und bisher muss ich sagen, dass, ne, wie gesagt, Mainz ist vermutlich kein Gradmesser, aber bisher sieht das wirklich so aus. In der zweiten Liga hat es mir weniger gefallen wie jetzt aktuell. Genau, dann kriegt am Ende noch Stenzel Gelb-Rot, halt völlig sinnbefreit, sich da Gelb-Rot zu fangen. Ne? Muss nicht sein. Da kommen wir zu ein paar Twitter-Zitaten hier am Anfang. Hier von mein schon komplett lost, dann kommt das Tor, ja komm, leck mich am Arsch, war absehbar. Auch wie immer genau das gleiche beim VfB. Fuck, haben wir einen Haufen geiler junger Offensivspieler, und dann noch der Tweet drunter, und der Beste ist noch verletzt, ne? González ist ja auch noch verletzt. Und dann hier, Stenzel macht den Platz frei für Mavropanos, ist mir auch erst danach aufgefallen, ja gut, ne? Der ist jetzt zwar gelb-rot gesperrt, aber Mavropanos ist scheinbar fit. Dann haben wir den jetzt hinten in der Kette. Ja, der Sohn von Diego Klimovic hat gerade ein Tor gemacht. Fuck, ich werde alt, ist auch geil. Und hier, ne, positiv überrascht von der Leistung und dem Auftreten, auch wenn Mainz am Anfang ja brutal schlecht war, aber die Naivität in der Rückwärtsbewegung muss zügig abgestellt werden. Das stimmt bei den Gegentoren. Hier auch lustig, Fun Fact, in der letzten Erstligasaison nach dem Aufstieg hat der VfB den ersten Auswärtssieg am 23. Spieltag geholt. Da war ich auch live dabei unterm Korkut, der 1-0 Auswärtssieg in Augsburg. Und hier, das beschreibt es am geilsten, ne? Oh, wie ist das schön, drunter die Antwort auf den Tweet, so ein Sieg überfordert mich total. Das ist genau dieses Feeling, so, keine Ahnung. Ne? Nach dem Motto, in Mainz muss man nicht gewinnen und irgendwie gerade die Spiele gegen angeschlagene Gegner, gerade die verlierst du wieder dumm. Keine Ahnung, war halt gerade nicht. Und auch das, was ich im letzten Podcast gesagt habe oder nach Freiburg gesagt habe, die Statistiken drehen sich gerade um, ne? Habe ja gesagt, von mir aus, okay, gegen Freiburg zu verlieren zu Hause, wenn du dann in Mainz gewinnst, haben wir getan. Statistik sagt eher, jo, du verlierst in Mainz und gewinnst gegen Freiburg, jetzt hat sich's umgedreht. Da kommen wir nachher über Leverkusen noch drauf zu sprechen, dass es gern weitergehen kann damit, dass sich Statistiken nicht bewahren und umdrehen quasi. Ehrlich, lass die weiterarbeiten, die Richtung finde ich weiterhin gut, die Rückschläge werden immer wieder kommen. Geduld, Ruhe, und ich glaube, das wird Bundesliga-tauglich. Und noch ein letzter, stelle fest, dass ich wieder richtig mitfiebere, kenne ich gar nicht mehr. Umso mehr gefällt es mir, mit der Truppe wird man sich, wenn sie so weitermacht in Sachen Einstellung, wieder identifizieren können. Das unterschreibe ich zu 100%. Stimmen zum Spiel, auch nichts Besonderes. Aber wie gesagt, wie auch alles hier, was ich hier gerade quasi zitatmäßig vorlaber und wo ich auch meine Gedanken quasi rausziehe, wieder die 1000 Artikel sind unten verlinkt in der Videobeschreibung auf YouTube. Kommen wir zu Leverkusen, Tabelle. Wir sind gerade 8., 7. Bayern, 6. Bielefeld und so weiter. Ganz lustige Tabellenkonstellation. Nachdem wir Bayern tatsächlich 1-4 auf die Fresse bekommen gegen Hoffenheim und das auch nicht unverdient. Man kann natürlich sagen, ja, die waren halt müde und bla bla bla. Ja, gut, aber keine Ahnung. Das hat ja, glaube ich, selbst Müller gesagt, dass das keine Ausrede sein darf. Mal gucken, ne? Dortmund auch 2-0 verloren. Also hätte ja direkt schon meinen können, super, Dortmund fängt schon an mit den dummen Niederlagen. Jetzt macht Bayern auch mit. Mal schauen, heute Abend ist ja, glaube ich, der Supercup. Wie gesagt, meine Sachen sind hier alles so auf Stand. Also ich nehme sie am 30. September auf. Am selben Tag wird es auch online gehen. Mittwoch. Und ja, Infos habe ich so reingenommen, die halt bis zum 13.30 Uhr, 14 Uhr oder sowas reinkam, ne? So wieder für euch den Stand der Infos. Tabelle kann man so fast mitnehmen, gefühlt so. 8. am Ende der Saison, das wäre schon ziemlich geil. Wäre für Bielefeld bestimmt auch nicht verkehrt da oben mit 4 Punkten, die haben auch richtig gut reingestartet. Leverkusen am letzten Spieltag 1-1 gespielt gegen Leipzig. Und am ersten Spieltag haben die auch unentschieden gespielt.
Frage ist gerade nochmal gegen wen. Lass das mal geschwind checken. Gegen Leipzig waren es auf jeden Fall gar nicht mal. Ah, gegen Wolfsburg 0-0, genau, das ist ja langweiler. Gegen Leipzig ist 1-1, da war Leverkusen scheinbar sogar besser. Ich habe, wie gesagt, immer so ein bisschen zusammenfassungsmäßig was geschaut. Waren die aber scheinbar wirklich besser, was gegen Leipzig ja auch schon mal nicht verkehrt ist. Also mal gucken, ne? Das ist natürlich auch großer, nicht Umbruch, aber große Lücken mit dem Havertz, Volland und so weiter. Das muss alles noch ein bisschen vorne, ein bisschen mehr Klick machen wahrscheinlich noch in der Mannschaft, auch generell, damit die wieder in Champions League und Euroleague-Regionen kommen, aber scheinbar waren es gegen Leipzig ja nicht so verkehrt. Aber ne, auch bei uns beim VfB, alles, was ich gerade an der Bewertung bringe, wir sind erst am zweiten Spieltag. So, fußballdaten.de, wir sind wieder zurück, wir kommen wieder zur Statistik. Und wenn man mal so guckt, Heimspiele gegen Leverkusen, ja, das sieht jetzt nicht so überragend aus, würde ich jetzt mal sagen. Man muss zu Leverkusen sagen, wir haben ja gegen die auch schon letzte Saison gespielt, im Pokal, 5:2:20, dieses Jahr sogar. Der 2-1 Auswärtsniederlage in Leverkusen im Pokal. Und da waren wir auch schon richtig, richtig gut dabei gegen Leverkusen. Klar, die haben da auch nicht auf 100% gespielt, glaube ich. Aber da waren wir schon richtig gut dabei. Also gegen Leverkusen Leistung zeigen oder Leverkusen, wie man gegen die vorgeht, wissen wir zumindest noch aus diesem Jahr, sogar noch aus letzter Saison im Pokal. Da war Matarazzo auch schon Trainer, da war auch bei Leverkusen auch immer noch der Bosch Trainer, wie er es jetzt ja auch immer noch ist. Vielleicht kann man ja davon so ein bisschen was mitnehmen und gegen die haben wir schon Leistung gezeigt. Ne? Soll nichts heißen, aber das war schon nicht verkehrt, wollte ich noch mit reinnehmen, das Auswärtsspiel in Leverkusen, da es ja noch dieses Jahr war und nicht so weit weg ist wie andere Spiele gegen Erstligisten. Durch unser Jahr in der zweiten Liga jetzt letzte Saison. 0-1 verloren, 0-2 verloren, 0-2 verloren, 3-3, so unter Fee, glaube ich, die große Aufholjagd, 0-1, 2-2 und dann 0-1, 1-4 und dann 2-1 Heimsieg am 17.04.2010. Also auch wieder 10 Jahre her, dass wir gegen Leverkusen zu Hause gewonnen haben. Wie gesagt, da komme ich wieder zum Punkt von vorhin. Statistiken drehen sich gerade bisher. Gegen Freiburg gewinnst du normalerweise zu Hause, haben wir nicht getan. In Mainz verlierst du normalerweise auswärts, haben wir nicht getan. Und gegen Leverkusen verlierst du zu Hause normalerweise. Mal sehen, was kommt. Schön wäre es, wenn wir es nicht tun würden. Aber prognosemäßig kann man da auch, glaube ich, nicht. Du kannst da fast keinen Sieg rechnen. Prognosemäßig ist, dass ich hoffe, dass wir nicht verlieren. Das fände ich schon ziemlich cool. Leverkusen, ja gut, vom Kader und so, das ist schon nochmal eine andere Liga als jetzt, ja, von mir aus auch Freiburg, aber halt vor allem auch Mainz. Deswegen, Tipp ist, ich sag mal, unentschieden, aber wenn sie, das würde ja auch schon fast heißen, dass sie die Statistik umtreten, wenn nicht immer verlieren gegen Leverkusen zu Hause. Aber auf jeden Fall, die Statistik, der Statistik nicht nachkommen, nicht verlieren und zumindest mal einen Punkt mitnehmen zu Hause gegen Leverkusen, da wären schon, glaube ich, viele sehr zufrieden. Ich glaube, ich auch mit einem Punkt gegen Leverkusen zu Hause, weil es normalerweise ein Spiel ist, wo Leverkusen den Kader und alles besser ist und gewinnen muss eigentlich, auch für die Ansprüche, die sie haben. Und wir es normalerweise auch tun, deswegen werden Unentschieden. Ja, vielleicht fast schon ein optimistischer Tipp, aber fände ich ziemlich nice. Also gehe ich mal damit. Dann noch so ein paar extra Infos. Zweite Luft für Stuttgart mit The Brief, auch die Riesenposter zum neuen grünen Auswärtstrikot des VfB tragen Verantwortung. Ist ja auch irgendwie so eine kleine Story, wenn ihr die euch durchlesen wollt, bei vfb.de. Dann kam bei FIFA 21, heute kommt ja scheinbar auch die Web-App raus und das volle Spiel nächste Woche. Was ist denn das für ein Tag dann? Am 9. Oktober meine ich. Kamen die Ratings raus, die Davi 75, Tommy 75, Endo 75, Kobel 75, Gonzales 75. Also haben wir insgesamt 5 Goldspieler. Gonzales auch so vom Pace her und so eigentlich eine ganz nice Karte für den Start. Dann guckst du halt drauf, dass er 3 Sterne Skills und 2 Sterne Weakwood hat. Und dann, naja, konntest du eigentlich bei fast allen damit rechnen, dass sie eine Goldkarte haben. Endo wundert mich so ein bisschen, aber freut mich. Ist auch, ne, der spielt ja auch eine richtig gute Rolle bei uns, aber hätte ich nicht gedacht, dass der auf eine Goldkarte geht direkt. Tommy muss man vielleicht überlegen, ob der wirklich eine Goldkarte hat, weil so vom Gefühl her ist er eigentlich gerade ein Silas stärker als ein Tommy. Da müsste Silas eigentlich auch eine Goldkarte haben, aber ja, so funktionieren die Ratings natürlich von FIFA nicht, ist ja logisch. Camp 74, klar, Mafio steht noch drin, hat auch eine VfB-Karte, dann unser Kapitän Castro 73, Mafropanus hat eine richtig, richtig brauchbare Karte, 75 Pace, 74 Defending, 78 Physis, 1,94 groß, 73er Rating Innenverteidiger, der hat eine richtig brauchbare Karte.
Bartschu Bornabai mit 34 Pace, Mangala mit einer 72, Anton eine 72, eine ZDM-Karte, Clement eine 70, Sosa eine 69, Kalajdzic eine 67, Massimo eine 66, Klimovic eine 60, Eklow eine 59, Koulibaly eine 59. Sieh, das ist hier gar nicht aufgelistet, weil irgendwie hier in dieser Database immer noch in der zweiten Liga beim VfB spielt, warum auch immer. Da hat, glaube ich, eine 70. 5-Sterne Skill-Move sogar, ordentlich Pace. Ich glaube, 2-Sterne Weakfoot auch nur. Ja, aber immerhin ein paar Goldkarten, so wie FIFA aktuell vor allem die Bundesliga-Ratings gefickt hat diese Saison. Bundesliga ist ja eh sowieso bei ihr immer generell kriminell unterbewertet. Muss man sagen, ja, geht irgendwie in Ordnung. Beim Karrieremodus ist ja so, im Karrieremodus ist ja sowieso dann wahrscheinlich einiges raus, so mit Potenzialen hoffentlich. Freue mich auch schon drauf. Gibt es da ein paar Änderungen wenigstens, falls die Ultimate wieder oder falls das Gameplay mal wieder nicht so geil zocken lässt, wie letzten Jahre es immer war. Kann man zumindest auf Simulation jetzt auch gescheit zurückgreifen im Karrieremodus, dann geht man der Mannschaft bestimmt was und gut für seine Aufsteiger. Vielleicht gibt es ein paar Winter-Upgrades, wenn wir weiterhin gescheit spielen, ne? Wie gesagt, erst zweiter Spieltag. Und Silas, ich glaube es nicht, dass er es bekommt, weil wir einfach ein zu kleiner Club sind dafür. Aber vielleicht bekommt er einen Inform nach dem Spiel gegen Mainz, wäre auch ganz geil. Vielleicht so, auch so Gonzales-mäßig, so 75, 76er Rating. Das ist auf jeden Fall auch eine brauchbare Karte. Genau, das dazu. Und dann hier ein Thema, was ich jetzt aber nicht anspreche, weil ich mich da nicht eingelesen habe und mich da auch nicht einlesen werde. Hier vom Kicker, da, ich sag mal, Enthüllungsjournalismus hier am Start. E-Mails mit Mitgliederdaten an Dritte im Vorfeld der Mitgliedersammlung 2017. Im Vorfeld der Mitgliedersammlung des VfB im Juni 2017 schickten leitende Mitarbeiter des Clubs nach Kicker-Recherchen wiederholt Mitgliederdaten an Dritte. Der Bundesligist behauptet, dies sei vertraglich gedeckt gewesen, doch es gibt Zweifel an der Version des Clubs. Und da hört es quasi mit meinem Input auch fast schon auf. Wie gesagt, alles verlinkt, Kicker-Artikel verlinken, wenn ihr euch die durchlesen wollt. Hitzesberger hat Statement dazu gegeben auf Twitter, liebe VfB-Fans, wir nehmen das sehr ernst, inhaltlich werden wir Stellung beziehen, sobald uns entsprechende Informationen zur Verfügung stehen. Bis dahin bitte ich um Verständnis und einen fairen Umgang. Auch der Freiburger Zeitungsbeitrag, der das, glaube ich, alles nochmal zusammenfasst, auch unten verlinkt. Noch auf einen Twitter-Post mit einem Zeitstrahl von einem Twitter-User, auch unten verlinkt. Und vor allem, was verlinkt ist, werde ich mir auch heute noch anhören oder die Tage noch anhören, habe ich noch nicht getan bisher. Der Podcast STR, VfB Stuttgart Podcast, die da vermutlich, so wie es immer ist, eigentlich eine sehr fachlich und recherchierte, gescheite Meinung zu geben können, zu Mitgliederdaten und so weiter. Habe hier den YouTube-Link von dem Podcast und auch deren Spotify-Link reingepackt von dem Podcast-Folge. Genau. Der unser Präsident Klaus Vogt hat sich auch dazu gemeldet. Erklärung des Präsidenten und Aufsichtsratsvorsitzenden. Das wirft natürlich kein gutes Licht auf unseren VfB Stuttgart werfen. Das Präsidium hat am Montag, den 28.09.2020, unverzüglich eine externe, transparente, kritische, neutrale und unabhängige Aufarbeitung beschlossen, die durch die Vorwürfe des Kicker-Artikels betroffenen Personen und Mitarbeiter werden ihre Aufgaben in Abstimmung mit dem Vorstandsvorsitzenden Thomas Hitzberger für den Zeitraum der laufenden Untersuchungen zu ihrem eigenen Schutz ruhen lassen. Es gibt auch gerade wieder viele Forderungen, dass der und der raus muss, dass der und der da sein Handy im Spiel hatte und auch raus muss. So ein paar, da kommen noch so ein paar Sachen wieder hoch. Wie gesagt, es hat, glaube ich, nichts Hundertprozentiges damit zu tun mit der Dietrich-Ära unbedingt, aber halt so Altlasten, so alter Bullshit vom VfB, der wieder hochkommt. Wie gesagt, ich habe da keinen genaueren Einblick, wie viel der VfB da im Recht ist, wie viel er nicht im Recht ist. Das wird sich alles zeigen. Wie gesagt, wenn ihr Zeit habt und Lust habt, lest euch die Artikel hier durch, weil ich dazu keine fachliche Ausgabe gebe, keine fachlichen Kommentare geben kann. Und auch die Podcasts gerne anhören. Schieben wir mal den Silas, oh, lass mal hier kommen, die Silas, lass mal ganz hinten stehen. Also ich meine, den YouTube-Clip, den ich gerade noch live hinzugefügt habe, hier, so unwahrscheinlich war das Tor von Silas Wamkituka von der Sportbild. Und damit wäre es das mit meinem Podcast auch schon gewesen. Wollte es mal ein bisschen kürzer halten, nicht immer diese 40 Minuten, ich muss so sagen, eine halbe Stunde maximal oder so, wäre der Versuch, außer natürlich das Spiel bietet extrem viel oder irgendwelche Storys bieten extrem viel. Das würde diese hier bestimmt auch tun mit den E-Mails mit Mitgliederdaten an Dritte, aber wie gesagt,
Ganz böse gesagt ist mir das auch zu blöd, mich da reinzuhören, weil es andere schon tun. Wie gesagt, den Podcast höre ich mir auch noch an bis zum Leverkusen-Spiel wahrscheinlich. Also, wie gesagt, ne, dann möchte ich und kann ich keine fachliche Auskunft geben. Mal gucken, ob da wieder, obwohl, das ist er eh schon, aber da ist wieder alter Schmutz vom VfB hochgekommen. Mal gucken, was sich da so entwickelt in den nächsten Tagen, ob wir da wirklich Entlassungen haben. Aber sonst würde ich sagen, wie immer gerne Feedback in die Kommentare, das wahrscheinlich auf YouTube am einfachsten ist, sonst auch gerne auf Twitter, auf Instagram, bei Spotify, ja, geht das ja nicht, aber sonst generell gerne überall Feedback. Alle Artikel verlinkt in der YouTube-Videobeschreibung zum Nachlesen. Auch die Sachen, die ich jetzt hier quasi nur benannt habe und nicht groß angesprochen habe. Gerne eure Tipps, eure Prognosen zum Spiel, eure Meinung zum VfB, zu generell, was weiß ich, zu Fußball, zu Bundesliga generell. Gerne alles rein damit. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.